Ja, was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Challenge. Und heute dabei ist... Erik, denn ich bin... Erik, ja! Challenge Time! So hyped, Real Talk. Du musst wissen, ein Big Brain. Sollen wir ein Zeitlimit oder so machen? Oder? Ja, ich gebe dir mal ein bisschen Zeit. Okay. Kannst auch eine Stunde nehmen, du wirst es nicht schaffen. Kurze Erklärung des Prinzips. Ich zeige Erik jetzt unterschiedliche Instagram-Post-Bilder, die anscheinend von Made by Day sind. Aber ein paar davon habe ich selbst gemacht. Ein paar davon sind wirklich von Made by Day. Und Erik muss dann sagen, ob sie fake oder real sind. Ich würde es mega feiern, wenn ihr auch zu Hause mitspielt. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie viel ihr richtig hattet oder welche ihr gut fandet oder so. Weil ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben bei den Fakes. Und so dumm wie Made by Day zu sein, ist gar nicht mal so leicht, leider. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bitte lasst ein Like da für den Algorithmus und bald 1000 Subs. Wäre richtig nice, wenn wir die hitten. Also subbt rein und so. Sagt man das so? Keine Ahnung. Introvertierte sind wie langsame Webseiten. Sie könnten die coolste Seite sein, aber meistens warten Menschen nicht lang genug, bis sie sich öffnen. Extrovertierte sind wie Pop-Ups. Wie du, Hops. Hey, was soll das nicht heißen? Pop-Ups sind cool und nice und... Vor allem, wenn eine Website langsam ist, dann ist sie halt einfach schon nicht cool. True, actually. Eigentlich true, ne? So fucking, oh, nice, yo. Flex. Ey, ich würde viel lieber YouTube in langsam benutzen. Das wäre so cool, Digga. Aha. In dem Fall ist es ein bisschen unlucky. Das habe ich schon, glaube ich, sogar schon gesehen auf Made My Day. Ist mir vorgeschlagen. Dementsprechend ist es real. Ja, Digga. Er ist unnormal am Cheaten, Digga. Das war unlucky. Das war unlucky. Das wurde mir vorgeschlagen, weil ich das wie ein Video gebraucht habe. Okay, nächstes. Liebe ist, wenn niemand deine Vergangenheit versteht, an deine Zukunft glaubt und dich so nimmt, wie du bist. That deeper man. Das ist richtig deep. Vor allem mit dem Herz im Hintergrund. Das ist schon sehr gut. Es gibt diese Momente, wo die Sonne einfach so aussieht. So. Du darfst ja nicht vergessen, dass die Sonne scheint nur auf Madeira so. Ist halt wirklich so. Ungenehm mir. Und eigentlich habe ich alles. An diesem Tag machst du ein bisschen kaputt. And a front. What am I doing with my life? Pushing 40, no job, no wife. Ich liebe es, wenn deine Vergangenheit versteht, dein Zug glaubt und so nimmt, wie du bist. Ah, das klingt so treu, Mann, das hast du locker du gemacht. Nee, das ist real. Junge! Das ist so eine Scheiße. Unlucky. Gegen Liebe auf den ersten Blick hilft meist ein zweiter. Junge, das ist auch wieder so troll. Hey, das ist doch deep, Bro. Leider diesmal ohne die Herzsonne. Ah, oh, Mann! No, Mann, ich liebe die Herzsonne. Gegen Liebe auf den Blick hilft meistens weiter. Das klingt schon so zu try hard, dass es ein Made My Day Spruch ist. Ich glaube, das ist aber wirklich von dir jetzt. Das glaubst du ist von mir? Ja. Damit hast du... Oh... Recht! Der ist von mir, Junge. Ja, ich wollte gerade sagen, hilft ein zweiter, Junge. Was ist das für ein Troll so? Hey, was? Was ist das für ein Troll? Hilft ein zweiter Blick, ja, true. Junge, der ist strong. Das ist actually, in my opinion, einer der besten, aber nur weil der. Es könnte schon ein Fruch von denen sein, ich muss zugeben, Digga. Es könnte schon sein. Ob so pseudo-relatable, keine Ahnung, scheiße. Müll, nächstes. Lebe nicht deinen Traum, sondern träume dein Leben. Was sagst du erstmal zu dem Spruch? Schon. Deep. Lebe nicht dein Traum, sondern träume dein Leben. Schon ein bisschen Ringo. Hey, so immer, die Frage ist immer, würden Leute dann in die Kommentare dann so jemanden so taggen und sagen, damn, das ist so uns, das ist so real. Ich glaube, die taggen nicht mehr so viel. Ich glaube, die schreiben immer nur so richtig unlustige Scheiße von wegen. Weiß nicht, wenn irgendwie irgendwas ist mit Freunden oder so, schreiben sie einfach nur hin. Die Kommentare kannst du nicht ernst nehmen, das sind nur von der Retard. Schon Fakt. Ja, lebe nicht dein Traum und dann Hollywood im Hintergrund. Benutzen die Emojis fucking Made My Day? Ja, tun sie tatsächlich. Okay. Ja, das ist Gamble, Mann. Ich sag, lebe nicht deinen Traum, sondern träume dein Leben. Ja, sag ich, aber du hast den gemacht. Richtig. Jetzt kommt nämlich der Plot-Twist, Bro. Hier ist meine Inspirationsquelle. Warte, lebe nicht dein Traum, träume dein Leben. Freaking Alpha Game, einfach Kind. Was sagst du dazu, dass du deinen Homie hops genommen hast gerade? Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Ich bräuchte sowieso noch Klappstühle für meinen Garten. 3 Klappstühle. Braucht ihr, Digga, kannst du nicht lesen, du Hurensohn. Junge, was soll das? 3 Klappstühle. Die Stühle sind klappbar und in einem guten Zustand. Ja, vom Humor-Level 1A passt zu Made My Day. Ne, weil da ist kein Joke und... Wieso ist da kein Joke, Bro? Ja, was ist denn ein Joke von so Stühlen? Sind die klappbar? Digga, das sind fucking Plastikstühle. Ja, die sind nicht klappbar, verstehst du? Das ist ein Joke. Ja, das ist ein...
Max4323Dings. Haben die sowas immer da stehen? Geben die Credits an irgendjemanden? Aber ich habe das Gefühl, das könnte von Made My Dish haben. Not gonna lie, das ist real. Nee, ist von mir. Ach, Junge, was war denn der Scheiß? Kann man, dass da kein Joke drin war? Zwei Dinge sollst du nie verlieren. Die Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird und die Kraft, bis dahin durchzuhalten. Ja, ich würde sagen, das vibet in mir. Dementsprechend, nur Made My Day kann eigentlich wirklich dieses Vibe, den Vibe real erzeugen. Also diese zwei anderen Fails, die zählen nicht, aber real. 100% das real. Also Made My Day gibt diesen anderen Vibe, sagst du? Das ist real. Das ist natürlich dann auch real. Unfair. Also ja, ist richtig. Also natürlich auch unfair, wenn jetzt du schon diesen Made My Day Vibe so übel fühlst. Natürlich dann schwer für mich, dich zu verarschen. Es gibt eine Regel im Arbeitsleben. Der Boss schaut nie hin, wenn man was richtig macht. Aber ich frage jetzt, wenn du dir ausdenkst, denkst du dir einfach wirklich so aus? Denkst du, okay, was, würdest du deep sein? Oder hättest du, oder denkst, oder guckst du so nach Diebsprüchen. Also ich bin einfach rangegangen wie Made My Day, sagen wir es mal so. Also einfach ein bisschen. Wahrscheinlich denken die das alles aus, oder? Vielleicht. Oder das ist einfach so eine Story hier. Mein Hund musste gestern eingeschläfert werden, er war kaum noch ansprechbar. Als ich mich verabschiedete und seinen Namen sagte, hat er sein letztes Mal mit dem Schwanz gewedelt. Hashtag, das muss Liebe sein. Das haben die halt so einfach dahingeschrieben. Und auch niemanden getaggt oder so. So aus der Ich-Perspektive, so, what? Das fand ich halt actually schon übel grenzwertig, tatsächlich, mit sowas so rum die Ecke zu kommen, weißt du? Der Top-Kommentar einfach, oh wow, direkt am Morgen schon weinen müssen. Digga, das fucking Made My Day. Wenn das ein Influencer oder so postet, Digga, ich würde verstehen, wenn man es einen mitnimmt, so, aber fucking Made My Day, Junge, so eine dumme Organisation. Aus der Ich-Perspektive, es ist so eine Scheiße. Ich würde sagen, es gibt eine Regel im Arbeitsleben. Der Boss schaut nie hin, wenn man was richtig macht. Klingt zu sehr nach dir, Mann. Bin hier. Das bleibt nicht. Nee, ist richtig. Oh Mann! Deswegen habe ich doch diesen Vibe gespielt. Okay. Nein, du hast recht. Der ist es von mir. Aber er könnte übel gut von denen sein. Also die haben auch schon ähnliche Sachen gepostet. Ich bin ja bei denen viel durchgegangen. Habe mich auch inspirieren lassen von denen. Aber ich war einfach so schlau. Ich habe bei denen ihre Sprüche geklaut einfach. Ja, was wäre das für ein Troll so? Tja, das ist nicht von denen. Das habe ich so geschrieben. Einfach anderes Bild hinterklatschen dann. Junge, ein Bild hättest du doch erkennen können, Kollege. Schicksal ist, wenn du jemanden findest, den du nie gesucht hast und merkst, dass du nie jemand anderes wolltest. Boah. Ich muss sagen, das Hintergrundbild passt, das ist schon perfekt so. Ich meine, es wirkt so dreamy in the City und so und dann Schicksal ist. Wow, und das davor war nicht perfekt, oder was? Was ist das denn, Junge? Nee. Was ist das denn, Workspace? Was soll das? Am besten wäre eigentlich, wenn du irgendwo aus dem Easter Egg verpackt hast, wo da nicht Made My Day steht, sondern keiner Made My Bay oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Ja, direkt in deine Fresse. Krankes Easter Egg, Bro. Da steht so ein weißer Text auf dem Bild und dann steht nur noch Made My Day da und es ist übelst Easter Egg, wenn ich immer also Made My Day was hinschreibe. Wäre auch übelst Easter Egg, wenn ich in den Text einfach Tuch und so reinschreiben würde. Wäre mega nice. Made my gay oder so. Hops genommen. Hops. Das wird auch okay. übel spannend, Junge. Du liest da durch und dann so, oh, ich made my gay, Junge, das muss von dir sein. Nee, ist real. Hops. Haben die so selbst hingeschrieben, irgendwie an dem fucking Weltschwulentag oder so. Haben die. Scheint immer made my gay, Junge. Wäre schon zu strong. Ja, aber wenn ich sagen würde, Schicksal ist, wenn du jemanden findest, den du nie gesucht hast und merkst, dass du jemandem anderes wolltest, ist wieder so nice, deep, like, damn, I can feel related. Das ist real. Mann, was hier? Ist real. Ja, ist tatsächlich real, aber ist es richtiges Deutsch überhaupt? Ah, doch, nee, passt. Achte mal darauf, wer bei dir ist, wenn du dich so richtig wohlfühlst. Wer hebt deine Stimme? Wer unterstützt dich? Mit wem kannst du lachen? Diese Menschen brauchst du in deinem Leben. Im Endeffekt so viel Good Vibes, like alle Bad Persons raus aus meinem Leben. You know what I'm saying? Aber mit den Fun Dudes mal am Feuer chillen, Digga. Auch ganz entspannt. Mit einem Wein. Mit einer Gitarre. Würde das Made My Day posten? I mean, you can relate with it, but is it enough? Ja, das ist ein good one. Ja. Länger der Text, desto mehr Troll ist es eigentlich. Du weißt, ich sag, boah, also wenn du gefaked hast, ist er gut gefaked. Deswegen sag ich, er ist real. Ja, ist real. Der aller echte von Made My Day. Nicht alle sind glücklich, die glücklich scheinen. Manche lachen nur, um nicht zu weinen. Also schenkt deinen Wichtigsten ab und zu etwas Liebe. Ah, und dann natürlich zwei Girls, zwei Freundinnen. Was trinken die da? Wasser oder ist es? Pure Wodka. Das ist Liebe. Alle sind glücklich, die glücklich scheinen. Manche lachen nur, um nicht zu weinen. Genau. Ja, solche Reime machst eigentlich nur du. Solche Ja, der Reim muss von dir sein. Im ganzen Video alles so schlecht ist, aber von mir. Ja, es ist fake.
Ist das von dir? Ja, das ist tatsächlich fake. Easy. Aber die Girls im Hintergrund. Was ist mit den Girls? Das Etikett eines Kleidungsstücks begutachten, dabei folgendes murmeln. Dachte ich's mir doch. Made in heaven. What the frick? Ganz auf Welt. Das ist ja so. Ist in welcher Welt ist das relatable? Made in heaven? Ja, halt. Herkunft. Guckst dir ein Kleidungsstück an. Herkunft made in heaven. Deep. What the In welcher Welt gehst du da so in ein kleines Laden und dann siehst du da so ein T-Shirt oder so und denkst dir so, damn, dachte ich mir doch. Made in heaven. Das ist der neue Morgang-Merch. Made in heaven. Der muss aus dem Himmel kommen, sag ich, wie es ist. Das klingt so Troll. Ich weiß nicht, es klingt zu Troll. Es klingt schon zu Troll. Als ob, also wenn es halt richtig Troll ist, kannst du von Made My Day kommen. Wenn es so ein bisschen Troll ist, ist es von dir. Wenn es gar nicht Troll ist, ist es auch wieder Made My Day. Ich bin aber immer ein bisschen Troll. Chillig, danke. Kuss geht raus. Ja, das ist mir nicht relatable. Ich glaube, das würde nicht nur Likes bekommen. Das muss von dir sein. Ne, ist von mir. Made in heaven, what the fuck? Doch, das würde easy. Digga, bei dem kommt alles Likes. Warte, hier, ich habe meinen Weckerton auf Applaus gestellt. Ab heute wird es wenigstens gewürdigt, wenn ich früh aufstehe. Yeah! Yeah! Relatable, mach ich auch immer. Ist so, ich werde nicht gerne gewertschätzt, weil ich ein Stück Scheiße bin. Ich mach immer meinen Weckerton auf Applaus. Übel Banger. Also letztes, dein Lieblings. Zwei Dinge, die ich mehr denn je will. Erstens ans Meer fahren, zweitens am Meer bleiben. Ja, ich meine, I can relate to it. Und ich kann mir vorstellen, viele würden auch relate, weil, ne, oh mein Gott, Meer, Sonne, Strand, heiße Portugiesen, Ungi. Drei Vögel. Bisschen Wolken. Leider fehlt die Herzsonne. Ich weiß nicht, wo die ist. Also es ist wohl nicht Madeira, aber... Ja, aber es ist so ein Spruch, da kann man relaten, weil, ne, wäre ich Low IQ, was ich nicht bin, dann würde ich damit relaten, würde sagen, damn, too true. Und dann würde ich meine beste Freundin so taggen. Digga, wahrscheinlich. Wer macht das, Digga? Bei solchen Sprüchen. Denn ich brauche nur das Meer und Ungi. Und dementsprechend, ich sag, it's real. It's real, Junge. It's real. Ja, easy, Junge. Alle, 10 von 10 fast. Du bist aber nur über Relatable gekommen. Das ist unfair. Ich konsumiere immer den schon, seitdem ich 12 bin. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Video. Schaut doch bei Erik natürlich vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Da werde ich irgendeinen anderen wahrscheinlich anholen, weil Erik aber zu gut ist im Spiel. Das bockt überhaupt nicht. Real und tough. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Watch time. Watch time. Watch time. Watch time. Watch time.